Liebe Abby, es sind nun 3 Tage vergangen und ich habe immer noch keine Antwort erhalten. Warum willst du nicht mit mir sprechen? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du meine letzten beiden Briefe erhalten hast. Bitte sag mir, falls du sie bekommen hast. So, ich wurde von meinem Job gefeuert. Sie haben das vermisste Band gefunden. Ich erhielt einen Anruf vom Ladenbesitzer, meinem Boss, um 6 Uhr morgens am Montag und er sagte mir, ich solle sofort reinkommen. Sie hätten ein obligatorisches Meeting mit allen Angestellten. Als ich ankam, war die komplette Belegschaft um einen kleinen Tisch versammelt und der Besitzer saß am Kopf des Tisches. Als jeder anwesend war, erzählte er uns, dass gestern anscheinend ein kleiner Überfall stattfand und dass in etwa Sachen im Wert von $200 gestohlen wurden. Und das einzige Band, welches gezeigt hätte, wer der Dieb sei, war das, welches ich mitgenommen hatte. Typisch für mich. Er meinte, dass niemand diesen Raum verlassen würde, bis jemand gestehen würde. Nach ein paar Minuten gab ich nach. Ich erzählte ihm alles darüber, wie ich denke, dass zwischen uns eine Art Verbindung besteht. Nachdem ich die komplette Story erzählt hatte, starrte mich der komplette Raum mit großen Augen an. Ich saß sekundenlang still dort. Plötzlich brach der Ladenbesitzer die Spannung. Jay, du bist gefeuert. Hau sofort ab und komm nie wieder zurück, sagte er. Ich tat, wie mir gesagt wurde, und verschwand so schnell ich konnte. Dieser dumme Scheißkerl. Er hat mich immer wie Scheiße behandelt. Er hat mich schon von Anfang an im Auge. Ich schwöre dir, er hat nur auf die eine kleine Sache gewartet, die es rechtfertigt, mich zu feuern. Und das eine Mal, als ich etwas vermassel, findet er es heraus. Warum verstand er mich denn nicht? Checkt er denn nicht, dass du und ich füreinander gemacht sind? Jeder rationale Mensch hätte mich verstanden. Der in meiner Lage gewesen wäre, hätte das Gleiche getan. Richtig? Ich habe mich ein bisschen über dich informiert. Wenn man keinen Job hat, hat man all die Zeit der Welt, um über jemanden etwas herauszufinden. Wusstest du, wie viel man über jemanden herausfinden kann, nur mit Hilfe seines Namens und des Wohnorts? Ich habe herausgefunden, dass dein Nachname Merritt ist. Was für ein wunderschöner Name. Abby Merritt. Ich kann mir nicht helfen, aber ich sage ihn immer laut zu mir, sobald ich an dich denke. Ich fand auch heraus, dass du 24 bist und du lebst nur 1 Meile von mir entfernt. Ich bin heute zu deinem Apartment gefahren. Es sieht sehr schön dort aus. Viel schöner als dort, wo ich wohne. Ich habe mehrmals gefragt, ob ich dich sehen kann, aber mir wurde jedes Mal gesagt, dass du nicht da seist. Ich fühlte mich immer entmutigter, aber ich war entschlossen, dich zu sehen. Nach ein paar Stunden Rumfragen entschied ich mich, hinten beim Parkplatz zu bleiben und auf dich zu warten. Und nach vielen Stunden kamst du dann auch. Es war spät in der Nacht. 22 Uhr, soweit ich mich richtig erinnere. Ich sah dich in deinem Auto angefahren kommen und aussteigen. Ich fühlte eine plötzliche Welle an Wärme, als ich dein Gesicht wieder sah. Ich weiß, ich habe das Sicherheitsband, aber es ist nicht vergleichbar, dich im echten Leben zu sehen. Ich ging sicher, dich zu filmen, um es dann daheim anzuschauen. Dieses Mal mit einer qualitativ besseren Kamera. Ich wollte dich so detailgetreu wie möglich filmen. Ich wusste ja nicht, wann ich dich das nächste Mal sehen würde. Und das Band von der Sicherheitskamera reichte mir nicht mehr. Ich fragte die Frau am Empfang mehrmals, was deine Zimmernummer sei, aber sie weigerte sich, es mir zu sagen. Sie dachte, ich wäre irgend so ein widerlicher Typ. Siehst du, Abby, diese Leute verstehen uns nicht. Sie verstehen einfach nicht, was wir füreinander fühlen. Ich wartete auf dem Parkplatz noch etwas, bis jemand kam. Nachdem ich mit ihm redete, nannte er deine Zimmernummer. Er wollte zuerst nicht reden, aber ich brachte ihn dazu. Du wärst überrascht, was du die Leute alles ausspucken lassen kannst, wenn du ihnen ein Messer an die Brust hältst. Mach dir keine Sorgen, ich habe ihm nicht sehr wehgetan. Aber wir können niemanden gebrauchen, der uns dazwischenfunkt. Denkst du nicht auch, Abby?
Ich bin diese Leute satt, die versuchen, uns auseinanderzuhalten. Ich schaute dir vom Parkplatz aus noch etwas zu. Sobald ich deine Zimmernummer hatte und wusste, wie die Räume angeordnet sind, war das gar nicht so schwer. Du solltest vorsichtiger mit deinen Gardinen sein, weißt du? Ich konnte dir problemlos zuschauen. Ich bekomme dich nicht mehr aus meinem Kopf. Alles, was ich mache, ist das Video, welches ich aufgenommen habe, immer wieder und wieder anzusehen. Abby, ich will für immer mit dir zusammen sein. Ich will am Morgen aufwachen und dich neben mir im Bett sehen. Ich kann es kaum erwarten, dich das nächste Mal wiederzusehen. In Liebe, Jay.